Nachdem das Spiel für die letzte Folge doch sehr kurz war, nehme ich heute gleich noch eine weitere Folge auf und mal sehen, welches Spiel es in diese Folge schafft. Shadowverse. Entweder ein MMO oder was anderes. Okay, es ist mal wieder ein Collecting Card Game, also ein Sammelkartenspiel. Also dann gleich mal auf und das Spiel installiert. 1,8 GB Speicherplatz, eine Euler, die benötigt wird, und wie viel willst du runterladen? 1,4 GB. Ein paar Minuten wird es dauern, aber dann kann ich in das Spiel starten. Willkommen zu Shadowverse und mal sehen, wie das Kartenspiel hier angelegt ist, welche Mechaniken dabei sind und was man mit den Karten so alles noch anstellen kann, außer sie im Spiel zu verwenden. Auf geht's! Ja, ich weiß nicht, warum sie nicht einfach längere Namen zu lassen können. Eine merkwürdige Präsenz, und zwar vom Morningstar. Okay, neue Welten, Freiheit, Oblivion, Shadow, Immortal Hearts. Wenn Dunkelheit die Welt in Atem hält. Prolog. Larissa and Darissa are two young elves who live in the wood. They are training Tyrus to one day become Forest Guardian. You make it look so easy. It's like you were born for this. Ja, genau. Keep up your training and you'll have no problems. Just promise me, you'll show me how to do some of those archery tricks. Sure, as soon as you're ready. Thanks. Na dann, auf geht's. Lasst uns irgendwas anstellen. Oh. The forest is frightened. Der erste Gegner. I've never seen anything like it. Na toll. Komm, lasst uns die Mädels retten. Der scheint sich nicht so einfach besiegen zu lassen, ne? Jetzt hat er sie mitgenommen. Na? Gourmet Imperator Cassia. Hui. Auf jeden Fall mit Animationen. Okay, ich darf zuerst spielen. You can evolve in 4 turns, stand das da gerade. Cast can be cast by spending play points. Drag the goblin from your hand to area. Ist egal, wo ich ihn hin tue. Ach, der wird sowieso irgendwo hin platziert. Regular follower cards can't attack on the turn they are played. Gut, dann machen wir die. Wenn ich wenigstens die Musik irgendwo ausschalten könnte. Also, Ende der Runde. Okay, ich habe 2 Schutzschild, das heißt, der sollte zumindest überleben. Was ist das da drüben? You can attack by dragging. Okay, genau. Damage und Defense. Alles klar. Und ein Schaden. At the start of your turn, you gain an additional play point orb. Okay, das sind hier die Kugeln, deswegen habe ich hier 2 von 2. Also kann ich den Fighter jetzt auch ausspielen. Okay, die Anordnung wird anscheinend automatisch gemacht. Dieses S spielt wieder so eine Fairy Tale aus. Kann ich mir die Karten nicht angucken. Tutorial. You can choose to attack the enemy leader, even if they have a follower in the area. Ah, okay. Okay, ich soll mit der Karte angreifen. Und der kann keinen Schaden machen. Und die kann ich auf jeden Fall beseitigen. Gut, dann gleich die nächste Karte. Drei Angriff und 2 Verteidigung. When your opponent has a follower with ward in play, you can't attack any other enemies until you have destroyed. Ah, okay, deswegen, der hat diese Schutzschild-Mechanik.
So, der ist dann aber weg. Aber alle anderen kann ich dann wieder verwenden. So, noch 4 Treffer. Achso, die konnte ich nicht ausspielen, weil ich nur 4 Punkte hatte. Oh, ein Goblin King. Can evolve. You can make one follower per turn even stronger by evolving it. Okay, was genau heißt das? Also, beziehungsweise sehe ich wenigstens vorher, wohin der sich evolven lässt? Ist Followers place in this turn. Ah, okay, jetzt soll ich ihn gleich evolven. Dann hat er 5 Angriff und 6 Verteidigung. Damit wird er auf jeden Fall stark genug, um den Angriff gegen den Typen da zu überleben. Evolve Followers can immediately attack enemy followers. Even on the same turn. Aha, ist ja eine interessante Strategie, dass sie dadurch dann zur Verfügung stehen. Player who goes first can evolve twice per battle, and the second player can evolve 3 times. For now, attack the enemy leader to win this battle. Also der anfängt, kann 2-mal pro Runde und der zweite Player kann 3-mal. Das heißt, das ist dann sein Vorteil, dass er 3 Karten evolven kann. Aber ich hätte jetzt hier eigentlich noch evolven können. Also ich könnte eigentlich noch eine zweite Karte verbessern. Naja. Gut. Die erste Schlacht ist geschlagen und das Tutorial hoffentlich im Großen und Ganzen schon mal abgeschlossen. Dann weiter im Tutorial. A mysterious creature snatched Elsa away. Genau, das habe ich ja mitbekommen. Lusaria. Ja. Du hast sie noch nicht ausreichend geschlagen, um sie zurückzubekommen. First Vierer. Out of my way. Okay, ich bekomme wieder erste Runde oder ersten Angriff und es geht diesmal gleich mit 3 Punkten los. So far we have been using follower cards. They can attack enemies, defend against enemy attacks and be evolved. Ja. I live by the sword. Und es sind noch 2 Runden, bevor ich Karten evolven kann. Okay, er konnte nichts setzen. Attack the enemy leader with your fighter. Klar. This amulet strengthens one of your followers at the start of your turn. Ah. Warum habe ich das denn nicht erst eingesetzt? Unlike followers, amulets can't attack or defend. Instead, they have powerful abilities that affect other cards and leaders. Okay, kann ich. Ja, okay, ich kann es mir angucken. At the start of your turn, give +1/+1 to random allied follower. Ah, okay, das heißt, dann kann ich die eh erst nächste Runde einsetzen. Vorausgesetzt, dann macht mir die nicht kaputt. Und der kann jetzt schon vorher evolven. Ach du, grüne Neune. Wenn er den jetzt gleich evolvt, dann hat er aber nicht. Dann hätte er ja mit dem eigentlich noch angreifen können. Some cards have special abilities that activate under certain conditions. Fanfare abilities trigger when the card is played from hand. Fanfare deal 1 damage to a random enemy, follower 2-mal. Also 2-mal 1 damage. You won't escape. Fanfare. Gut. Okay, damit hat er nur noch 3. Elf Attackers Fanfare deal damage to the enemy Goblin King. Now attack the Goblin King. Nee, ich will den erst evolven, sonst geht er mir doch hops. Ey. Ah, evolve. Ich kann noch keinen evolve machen. Warum nicht? Weil du mir das wahrscheinlich blockierst, du Keks. Toll. Also, ich hätte es anders gemacht. Na schön. So, der muss jetzt wieder angegriffen werden, bevor ich in der Lage bin, wieder Schaden, dem Typen Schaden zuzufügen. Spells are cards that activate their ability immediately, then discarded. Discard damage an enemy they given to your fairy card to.
Was ich bekomme? Put a fairy into your hand. Na gut. Gut, mit 2 Damage. Ist der auf jeden Fall weg. Salvan Justice destroys the Lizardman. Now evolve your Elf Tracker and defeat your opponent. Okay, ich kann die direkt rüberziehen. Ich kann die aber auch... Okay, ich darf es aber nicht da drauf klicken. Super. Also, gut, machen wir es so, wie du es willst. Gut. Und eigentlich müsste ich ja noch mehr evolven können. Aber naja. Beenden mal die Battle und gut ist. Schön. Also, nächster Schritt für die Einführung. Determination. Dancer fights the mysterious creature with her last bit of strength in order to save the abducted Arisa. Naja, dann lass sie uns doch endlich mal retten. Zack, Klappe zu und... Out of my way. Oh, diesmal bin ich der Zweite. Diesmal darf er zuerst anfangen. Starting Hand. You can redraw any of the cards in your starting hand once. Keep the low-cost card that can be played in the earlier round of the battle and replace expensive cards that won't be playable until later. Okay, ich soll beide aufgeben. Now type okay to redraw. Gut, 2, 2, 4. Mit wie viel fange ich diesmal an? Okay, in 4 der Runden kann ich erst evolven. Und ich fange mit 1 an. The player that goes second draws 2 cards on the first turn. Ah ja, das ist dann wieder die Entschädigung. Now you are ready to battle on your own. Hey, super, ich werde jetzt in, darf jetzt in Ruhe spielen. Oh, last words, put a fairy. Was meint das mit last words, dass sie noch irgendwas... Achso, nee, ich bekomme Fairy in meine Hand. Also wenn sie stirbt, bekomme ich noch eine neue Karte. I act at my heart's command. Na, prima. So. Fanfare, put 2 Fairies into your hand. Na, dann mal her mit den Fairies. May the forest be at peace. Zack. Hui. Und den kann ich schon mal wegmachen. Und bekomme noch eine dritte Fairy. Jawohl, was soll ich denn mit so vielen Elfen? Naja, wenn ich die ausspiele und dann in der Runde drauf dann alle in die nächste Stufe bringe. Hatte schon wieder so ein 4 ausgespielt. Ja. Evolven kann ich jetzt die Runde noch nicht und ich kann 3 Sachen ausspielen. Mercenary Drifter. Die Karte macht er sowieso kaputt. Naja, von der Sache ist es auch egal. Ich kann jetzt einfach den ersten Fighter ausspielen. Und noch ein Ferry. Und dann den da beseitigen. So. Okay, nächste Runde geht's los mit dem Evolven. Oh, der hat auch die Karte. Gut, jetzt kann ich mir überlegen, was ich aufspiele. Okay, so war das mit dem Überlegen eigentlich nicht gemeint, aber gut. Also, Evolven. Kann der jetzt eigentlich noch weiter evolved werden? Nee, die können nur einmal entwickelt. Nee, doch, kann noch weiter gemacht werden. Nee, 5 bis 6 ist ja schon. Ich denke, ich kann mehrfach in einer Runde evolven. Anscheinend kann ich doch nur einmal pro Runde das Ganze machen.
Gut, dann muss der da weg, damit ich ihn dann vernünftig angreifen kann. Was? Wieso nicht? Eigentlich hätte der doch angreifen können. Okay, sag mir mal bitte wieso. Du hast doch vorhin gesagt, dass ich, wenn ich den in der Runde evolve, dass der dann auch in der Runde angreifen kann. So, was hat das jetzt schon wieder? Also, Fanfare, destroy an enemy amulet if it's at least two other cards were played in this turn. Aber in der letzten oder in meine? So, kann ich jetzt angreifen? Ich hoffe schon. So, jetzt mal schauen, was ich hier noch ausspielen kann, um möglichst viel Schaden zu verursachen. 5, 6. When another allied follower comes into play, gain plus 1. So, die haben keine Specials. Put a fairy into your hand. Okay, dann spiele ich erstmal den aus. Und den gleich mal. When another allied follower comes into play, gain. Okay, das bleibt. Okay, ich hoffe, der kann die Runde dann noch angreifen. Auf jeden Fall spiele ich dann noch die Fairy aus. Ah, das ist das gewesen mit den 5 Angriff. Das ist nicht gut. Kannst du angreifen, bleibst du zumindest am Leben. Aber du bleibst auch am Leben, von daher reicht das. Und jetzt kann der wieder nicht angreifen. Das heißt, hätte er nur eine Karte angreifen können, aber nicht den Boss oder was. Jetzt bekommt er wieder diese blöde Karte. Okay. Jetzt hat er sie auch noch abgegradet. Na prima. Toll, da hatte ich so schöne Pläne mit dieser blöden Karte und jetzt hat er die einfach weggehauen. Okay, er hat noch 10 Punkte. So, dann den raus. 5, 6, 7, 8, 9. Okay, du bist schon evolved, du noch nicht. So. Und kannst du jetzt an... Nee, kann er nicht angreifen. Naja. You need more play points. Okay. Fairy, Fighter, Fairy Whisper. Naja, noch 2 Fairies brauche ich jetzt erstmal nicht. Und evolven kann ich eh nicht weiter. Du kannst nicht angreifen. Du kannst angreifen. Na gut. So, der hat wieder ein Schild. So, das heißt aber, das mit dem Evolven, das heißt, es geht tatsächlich nur ein Evolve pro Runde und maximal 3 oder beziehungsweise 2, wenn man den ersten Zug bekommen hat. So viel Evolven ist dann also nicht im Gameplay drin. So, das Ding weg. Und ihn platt gemacht. So, wenn das Kartentutorial jetzt abgeschlossen ist, integrate in your home screen, dann müsste ich ja jetzt langsam die weiteren Elemente freigeschaltet bekommen. Also, du bist jetzt besiegt. Jawohl. Gut. Are you hurt? No, I'm fine. Thank. I thought something might have happened to you. I'm glad you're safe. Noch einer. There's another one.
Marissa, be careful! Okay, und die nimmt er jetzt mit, oder? Lasaria! Lasaria, wait! Zu spät. Weg ist sie. Where is it taking you? No! What am I gonna do? Snap out of it! Lasaria needs you! Ja, mein Part. Gut. Ja, ist ja schon gut, Mädel. Daily Bonus. Rupees, 20 Goldstücke. Reward zur Automatik claimed. Gut. Next time, 20 Rupees. Und das da? Okay, sag's mir nicht, was es ist. Welcome to Shadowverse. You can claim the rewards you just earned in the tutorial from your crate. Take the Tale of Shadowverse continues with the main story. This can be found in solo. Okay. By defeating opponents, you can get great rewards and get exclusive cards to the main story. First trying playing the main story. Habe ich doch gerade schon gemacht. Und was ist jetzt mit meinem Crate? Okay, das sind die ganzen Karten, die ich aktuell habe. Oder ist das mein Deck oder irgendwas? Kann ich mit den Karten was anstellen? Freunde, Missionen, Info. Gut, Premium-Währung. Gibt's auch noch nicht. Okay, also zwangsweise in die Main-Story. Chapter 1. Select Leader. This class has cards that fill your hand with lots of low-cost fairy followers. This makes it easier to play multiple cards in one turn and activate other forest craft cards abilities. Okay, Chapter 1, alles Chapter 1. Gut. Hat mehr Ritter. Strengthened by Commanders. Forstkraft, Zwergkraft, Ruhenkraft, Drangenkraft, Shadowkraft, Blutkraft und Heavenkraft. Okay, also mit Engeln und Krimskrams, dann hier entsprechend Vampire, Necromancer, Drachen, Ruhm, okay, Zauberei wahrscheinlich und eben Kampf. Tja, dann machen wir erstmal mit ihr weiter. A beginning! Und da bekomme ich auch meine ersten Kartenbelohnungen. Alyssa has left the forest to rescue Larissa from the shade. I think I've seen that creature's mark somewhere before. Ah, the morning star! Maybe I'll find Lasaria there. Jetzt kommen gleich zwei davon. More of them. That mark is the morning star. Where have you taken Lasaria? Are you hurt? I'm moving in. Ah, jetzt kommt die Schwertkämpferin. What was that? Sie spiegeln sie. Shape. But they're no match for me. You take that one. Naja. Dann mal los. Time for me to prove myself. Can't save her. Okay, nur 5 Lebenspunkte. In Forstkraft, there are many ways to add fairy cards to your hand. Use the fairies to overrun your opponent. Gut. Jetzt habe ich gleich schon 10. The forest abandoned me. Wenn es voller Text, put a fairy into your hand. Evolven kann ich, darf ich nicht. Was ist ein Trade? Helmet denote officers, crowns denote commanders. Okay. At my heart's command. Schön für dich. Und dann bist du ja auch schon weg.
Some followers do something extra. Genau. Deal 2 Damage to an enemy follower. Put a fairy into your hand. Das ist doch eigentlich unpraktisch. Weil wenn ich den ausspiele, kann ich doch gar keinen Schaden anrichten. Okay, darf ich auch nicht. I shall protect you. 4 Lebenspunkte. Naja, da kommt jetzt dann... Let's try to activate 11 Metallurgist Ability. You need to play at least 2 other cards first. Na, prima. Also, erstmal dich mit dem Schaden. Dann brauche ich noch... Ah, da habe ich schon die Fairy Tale bekommen. You have played 2 cards this turn, so 11 Metallurgist will activated. Deal 2 Damage to an enemy follower if at least 2 other cards are fast in this turn. Ah ja. Dann muss ich überhaupt nicht angreifen. Und dann ist er von alleine schon weg. Thanks to 11 Metallurgist Ability, opponents no longer has any followers. Und dann kann ich den evolven und das Ganze zu Ende bringen. Naja, ist also auf jeden Fall noch ein ziemlich geführter Kampf. Mit dem das sozusagen alles ziemlich genau aufgeht, um bestimmte Mechaniken beigebracht zu bekommen. Gut. Ja, die leveln also auch auf. Standard Card Pack Ticket. Rewards der Automatik claimed. Okay. Und 3x11 Metallurgisten. Bring you the 2 power of fairies. 11 Meter is now yours. Add it to a deck and play story matches. Die ist weg. Okay. That was us, wasn't it? They seemed like exact copies. I'm Marissa. I'm sorry. You are? My name is Erica. Thank you, Erica. I'm really glad you are around. It's nothing. Do you have any idea what made them attack you? Anscheinend nicht. Keine Ahnung, was dich angegriffen hat. Ja, jetzt. No, I'm not really sure. But they took my best friend. I'm sorry. I'm gonna find her, though. As a matter of fact, I'm looking for someone too. A friend of yours? Not exactly. But he's one of the most important things in my life right now. I could never let him slip away. It sounds like he's lucky to have someone so dedicated. I'm sure you'll find him. It was good to meet you. Good luck. Klingt eher so, als wollte sie dem anderen eine Tracht Prügel verpassen. Okay, jetzt ist aber hier schon alles freigeschaltet. Jetzt kann ich endlich meine Belohnungen einsammeln. 400 Vials for completing the tutorial. Rupees, 100. Take 2 Tickets 3x for completing the tutorial. Standard Card Tickets, Darkness Evolve Card Tickets und Rise of Baham Card Tickets. Naja, dann mal alles her. Ja, alles nehme ich alles zusammen. So, Items, Lock. Gut, die Dinger habe ich jetzt bekommen. Und, was mache ich jetzt damit? Also hier kann ich irgendwie nichts anstellen. Flair First Fair Name. Ranking Matches gibt es auch. Masterclass 5000, 50.000. 0 bis 99. Ah, okay. Next Level in 200. Das sind die ganzen Klassen.
Flair. Okay, da gibt es noch nicht allzu viele. Ah, Moment. First Flair. Please help. Cool and casual. Call at me. Hardcore. One step ahead. Salt your newbie. Not a prayer. In to win. Und tactical. Emblem. Clay Golem. Leviathan. Na prima. Soul Dealer. Must Giant. Da gefällt mir das Gesichtslose ja fast noch am besten. Nationaler Käse. Super. Ne, eine Flagge brauche ich ganz sicher nicht. Okay, jetzt mal gucken, wie teuer hier die... Aha. If you are a minor, you must have the permission of a parent or guardian to buy crystals. 50 Kristalle, one-time deal, 600 Kristalle für 6, 50 und 5000 für 80 Dollar. Also, das sind die Preise. Also, Multiplayer. In Multi, you can battle against other players through a network connection. This battle requires a good signal in order to work correctly. In Ranked Match, your rank changes dependently on how you fare in battle. Create a private match to play against a specific player. Play unranked match und gut. Ja. Arena. Ah, okay, dafür sind diese Take-Two-Tickets wahrscheinlich. Aber du sagst mir jetzt nichts weiter dazu. Okay, meine Karten. Custom Decks can be built on a deck screen. Cards can be created and liquefied on the card screen. Das heißt, diese, genau, Vials are used to create cards. To get visuals, win matches or liquefy full extra cards. On the card screen you can create copies of most cards in the game. Ups. Okay, welche habe ich denn jetzt noch nicht? Ah, okay. Das eine ist die Collection, die ich habe, und das sind die, die ich nicht habe. So, wie viel kostet denn dann so ein... 400 Visuals! Ha! Nee. 50. 400 habe ich. Aber okay. Und es würde mir 10 bringen, wenn ich sie kaputt mache. Basic Cards can be created or liquefied. Aha. Aber sie können evolved werden. Evolve. Weg. Achso, ich kann mir einfach nur die Evolved Version anschauen. Das macht keinen großen Unterschied. Na gut. Was bedeuten die Sternchen? Okay, das ist wahrscheinlich einfach so ein Favorite-Ding. Super. Fans get lonely, so Chiara stick together. If you hurt me, they won't be pleased. Trade Officer. So, die Decks. New Deck. Ah, okay, die Standard-Decks kann ich nicht bearbeiten. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, ein eigenes Deck zusammenzustellen. So, dann... Gut, Crystals habe ich mir gerade schon angeschaut. Dann kann man noch Karten kaufen. Card Packs can be purchased with Tickets, Rupees or Crystals. Select the name of a card pack and left side screen. Okay, das heißt, das ist das aktuelle neue Update gewesen. Das heißt, mit einem Ticket pro Pack. Und aktuell... Achso, das ist da, ich hatte ja 10 Tickets bekommen. Dann hatte ich noch die Rupees bekommen. Das kostet 100 pro Pack. Und natürlich mit Kristallen. 50 pro Pack! Wenn ich mich richtig erinnere, waren das doch dann 50 Cent, oder? Also 1 Dollar. Ah, ne, also 1 Dollar. Kostet dann einen so eine Packung. Open the Webbrowser? Nee.
So, die Standardpacks. Da habe ich 11 Tickets, weil ich habe das 10er und das Einzelne vorher bekommen. Und hier habe ich auch 10, dass ich die letztlich bekommen kann. Na gut, was ist more? Okay, dann machen wir noch eine Runde. Ah, anscheinend haben die alle ihre eigene Geschichte. Gut, dann machen wir hier noch den Chapter 2 weiter. Da sind bei Conde Erika, also heading towards the Morningstar. What's going on? The Morningstar. These creatures. I don't know what to make of them. Und da kommen sie schon wieder. Und was machen sie diesmal? Another one. Oh, süß. Who is that? Ist bestimmt der Typ, den die andere sucht. Und der dürfte Vampirfähigkeiten haben. Mhm. Time for me to prove myself. Barren World. So, wie war das? Die teuren raus und die billigen rein. Naja, hat ja nicht viel gebracht. Vanagon's active. Was heißt das denn schon wieder? All that's left is time. Okay, Battlelog. Vanagon's is active. Was auch immer das heißt. Auf jeden Fall kann ich nichts ausspielen. I act at my heart's command. Deal 2 Damage to an enemy follower, put a fairy into your hand. Das klingt doch gut. Gut, mehr kann ich aber auch nicht anstellen. Entertain me. Ja, super. Put 2 fairies into your hand. Einfach Fighter. I live by the sword. Wird Zeit, dass ich ein paar Kämpfer rausbekomme. Hey, let's play. So, der ist leider auch weg. Hm. Hat mir jetzt noch nicht viel gebracht. So, jetzt bekomme ich die beiden Fairies. So, wenn ich dich jetzt evolve, kann ich dann... Kann ich dann jetzt mit der angreifen oder nicht? Okay, also ich kann nur Fairies angreifen, alles klar. So. Gut. So, die Fighter 4-4. Er hat jetzt. Genau, das heißt, wenn ich. Ach ne, ich kann jetzt wieder nur einen evolven pro Runde. Gut, das heißt, mit dem kann ich da nichts weiter anstellen. So, mal gucken, welchen er jetzt killt. Gut. So, da kann ich jetzt den Fünfer ausspielen. Wobei, es wäre sinnvoller, die auszuspielen. Evolve. Und dann kann ich zumindest ein Follower noch wegbringen. Gain plus 1 und plus 1 warte, wird these two other cards were played in this turn. So, damit ist das aktiviert. Und
sie hat den Bonus bekommen und den Bart. Das heißt, da muss er erstmal vorbeikommen. Er hat zwar nur 2 Angriff, aber 4 Verteidigung. Das heißt, sie kommt auf jeden Fall an dem anderen vorbei. Ja, dann muss er die beiden ja eh beseitigen. Achso, Mist, den kann er noch evolven. Ah, verdammt. Naja, gucken wir mal, wie stark die werden, wenn er die evolved hat. Oje, wenn er die noch evolved, dann wird's schwierig. Oh. Nicht gut. So, was hast du? 3, 3, 2, 4 und 8. Na, werde ich dich auf jeden Fall mal ausspielen. Damit er mich nicht angreifen kann. Und ja, 1, 1 geht auf jeden Fall. So, du bist schon evolved. Dich kann ich noch evolven. So, dann kann ich mit dem Fairy die Starke wegmachen. Ich hätte natürlich auch die evolven können, aber egal. Und dann überlebt der auf jeden Fall. Und die auch. Gut. Nur noch 5 Treffer, wenn ihm da nichts Spezielles einfällt. Der benutzt das Evolven überhaupt nicht bisher. Doch, jetzt hat er's. 4-4. Okay. Aber das nützt dir nichts, weil ich kann dich auf jeden Fall angreifen und besiegen. Gut. Und wieder ein Level aufgestiegen. Missions. Bin ein Match. Ranked, unranked or take 2. Change at least one card in a deck and then save it. Okay. Win 3 Matches. Ranked, unranked or take 2. Und Link Shadowverse is another service. Und weg bist du. Pschuh. So strong. But why did you attack Losaria and me? Ugh, there's no time. I've got to save Losaria. Na dann mach mal los. Ah, okay, also die Missions. Die kann ich replacen. Can be replaced once every 21, alle 21 Stunden. Requirements. 5 Ranked Matches. Astvorkraft, Zwortkraft, Runkraft, Dragonkraft, Shadowkraft, Blutkraft, Heavenkraft. Reach Level 10 in Forestkraft. So, Levels. Clear 7 Leader Stories. In 5 Ranked Match, 5 Take 2 Matches. Achieve Beginner Rank 1. Defeat Elite Difficulties in Practice. Practice Modes. Achso, in Elite Difficult. Uhu. Das dürfte wahrscheinlich um einiges schwieriger sein. Battle 1 Player in Private Match. Without quitting. Gut. Score Rewards, die habe ich alle schon geclaimed. Oder auch nicht. Claim Time. 1. Februar bis... Ah, okay. Dafür muss ich aber erstmal die Punkte einsammeln. 100. Wie bekomme ich denn die Scores? Okay, eine Runde in der Main Story mache ich noch. Und dann reicht es auch für die Folge.
Having defeated the Shade, Alyssa is counting towards the Morningstar. Ja, weiter zur Richtung Morningstar. Wahrscheinlich lerne ich in der... Exploring. Today we are exploring. Okay. That girl could be in danger out here. I know. Hello. Are you all right? Aha. Yeah. Who are you? Das My name's nächste. Arisa. What's your name? I'm Luna. It's nice to meet you. What are you doing, Luna? Exploring with mother and father. And where are they? Is your house near here, Luna? I think you should head home. I can take you there if you want. How come? Well, what if something tries to hurt you? Are you going to hurt me? No, of course not. I'm your friend. Ah, so schnell. But there's still a lot I want to see. Come on, it'll be fun to hang out together. We can explore some more on the way back to your house. Ja, klar. All right, let's have an adventure together then. Okay, that sounds like fun. You just have to do one thing. Die. Oh. Take that! That will be our adventure. I get to kill you like you're a monster. No, Luna, stop! Do you know what you're saying? Yeah. You're being a bad sport. What are those? Your Hurry parents. Up and play. What happened to you? Oh, die Eltern sind da. Super. Eine Nekromanzerin. Mother, father, come on. Zwei. Naja. Okay. Ja, jetzt habe ich den Tweet schon wieder bekommen. Sehr witzig. You should come on my adventure. Okay, jetzt kann ich zumindest die Fairy Whisperer ausspielen. May the forest be at peace. Gut. I need more people to play with. Oh oh. Nekromancer 4 again. Plus 1, plus 1. Was heißt das? Nekromancer 4 again. Aber sie hat noch keinen Necromancer 4. Nomos of Shadows Hold. Das heißt, wenn sie davon 4 gehabt hätte, dann hätte sie wahrscheinlich einen Bonus bekommen. Nomos of Cards played in this turn. Ah, genau, das ist. Da sind dann auch die Informationen, die ich brauche, wenn ich solche Sonderkarten habe. Der hat ein Schutzschild von 3. So, da geht die nur verloren und der ist nicht weg. Und dann lieber auf sie. Also du machst dem jetzt jede Runde. At the end of your turn gain one shadow. At the end of your turn gain. Okay, das heißt, wenn er 4 hat, dann wird er zum Wächter. So, mal gucken. Den da, den kann ich nächste Runde evolven. Oder lieber die beiden Fairy Tales. 4, 4. 3, 4. Na, spiele ich über dich aus. Und beseitige den erstmal. This will be so much fun. Oh je, wenn wir den jetzt verbessert, dann geht es. What? How come?
hätte zuerst die Wolken sollen. Okay, das heißt, hier kann ich doch jetzt auf jeden Fall einen ausspielen. This plus 1 to all allied followers, wenn these two other cards were played this turn. Oh, dann kann ich den. Achso, den kann ich eh nicht ausspielen. So, den kann ich aber ausspielen. Mit 4-4 geht er dann aber immer noch hops. Mit 6-6 geht der nicht mehr hops. Zwei other cards. Ach, Manno. Da kriege ich ja die Boni nicht. Also, du hast Angriff 3, dann spiele ich dich jetzt einfach aus. Und verstärke dich. Und damit du in der Lage bist, den anderen zu beseitigen. Das zählt trotzdem zu deren Shadows. So, die lasse ich jetzt. Na, den nehme ich schon mal raus. Ich hoffe mal, ich bekomme nächste Runde noch einen günstigen, damit ich zwei Karten ausspielen kann. I'm so lonely. Das wird zumindest Skeleton. Na prima. Und dann auch noch Evolved. Wait, that's it? Nicht gut. Ja, eine 6er Karte, super. Diese One Damage to a Random Enemy. Ah, okay, damit kann ich aber alle beide gleich beseitigen. Zack. Und. Sehr schön. Ach, deswegen, da kommt nochmal der Dingsbums nach. Und so, jetzt ist nur die Frage. 5, 6, 6, 7. Ha. Achso, ich kann ja mit der erst nächste Runde angreifen. Naja. Dann machen wir das eben nächste Runde fertig. Also. Wenn jetzt nichts sehr Überraschendes passiert, dann sollte es eigentlich ganz gut aufgehen. Okay, den hat sie Wolf, das heißt, der kann jetzt angreifen und zumindest eine meiner Karten besiegen. Aber das nützt ja auch nichts mehr. Und tschüss. Freches Girl. So. Next. You're not as nice as I thought. Tja. Why are you trying to kill me? You shouldn't worry about dying so much. My mother and father are dead, and they don't care at all. Just come on. No! Once someone dies, that's it! Huh? Your parents are dead, Luna. You said so yourself. That means they're gone. Nope. You don't know what you're talking about. My parents are right here. Those things aren't your parents. Yes, they are. Stop saying that. I know you're hurting and you're scared. But the way you're acting is making things worse. You have to be honest with yourself, Luna. Stop it. You said we were friends. You called me a liar, but you're the liar. Luna, wait! You don't need to run from me. I'm only trying to help. Ja, damit sind zumindest schon drei weitere Gruppen, also einmal die Schwertkämpferin, dann der Vampir und der Necromancer eingeführt. Ja, es sind auf jeden Fall noch ein paar Charakterklassen, die letztlich hier eingeführt werden. Ich kann ja nochmal aus dem Selection, also Schwertkämpfer, genau, Luna habe ich jetzt schon kennengelernt und den Vampir Blutkraft. Das heißt, Runekraft, Dragonkraft und Heavenkraft, die fehlen dann jetzt noch. Auf jeden Fall ist es eine schöne Idee, dass da solche Geschichten erzählt werden, mit denen da
im Moment zumindest auch noch recht einfach die einzelnen Teile abgeschlossen werden können. Keine Ahnung, wie lang die Chapter jeweils sind. Zumindest macht die Story es ein bisschen unterhaltsamer, einfach von Kampf zu schlendern und irgendwo eine Verbindung zu haben und nicht einfach bloß immer Karten ausspielen, kämpfen, Karten ausspielen, kämpfen, sondern tatsächlich noch eine Geschichte zu erleben. In der Hinsicht gefällt mir das auf jeden Fall schon mal ganz gut. Von den Mechaniken scheint es jetzt nicht so viele weitere Sachen zu geben, also man kann die Karten nicht upgraden, es gibt keine weiteren Nebenmechanismen und so weiter, sondern es geht eher um das direkte Kartenplay und man kann Karten erzeugen und Packs kaufen und irgendwie auch diese verschiedenen Tokens, die man dafür braucht, um die zu bekommen, kann man anscheinend auch alle soweit freispielen. Also soweit diese Folge von Angeschaut und Ausprobiert mit Shadowverse, ein weiteres Collecting Card Game, also ein weiteres Sammelkartenspiel. Und bis zur nächsten Folge von Angeschaut und Ausprobiert. Tschüss!